meine, klar, kann sein, dass hier noch zwei, drei Hunter irgendwo im Haus rumscheißern, aber nicht in Gebieten, wo wir jetzt nochmal hin müssen. Und deswegen werden wir die auch nicht zu Gesicht bekommen. Ich überlege, ich glaube, wir rennen gleich durch. Ich meine, wir können hinter dem Tor nochmal speichern. Und so ein bisschen Heilzeug nochmal mitnehmen. Eine Waffe brauchen wir gar nicht, weil das ist ein Puzzleboss. Den können wir besiegen, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Geht natürlich auch mit Brute Force, aber das wäre Munitionsverschwendung. Gerade weil wir auch noch so viel Heilung haben, dann nutzen wir lieber davon was. So, Haupthalle erreicht. Gleich öffnen wir ein Tor, das ich euch, meine ich, schon in der allerersten Folge des Let's Plays gezeigt habe. Wo ich euch noch gesagt habe, das ist unser Endziel hier in der Villa. Jetzt haben wir es endlich erreicht. Nach. Mal kurz rechnen. 27, 28 Folgen, kommt das hin? Sind wir schon so weit? Es kann durchaus sein. Ich habe jetzt die letzten Tage sehr viel aufgenommen. Ich verliere gerade so ein bisschen den Überblick, was jetzt schon hochgeladen wird und was ich noch rendern muss. Ich habe noch eine komplette Resident Evil Aufnahme vor dieser hier, die ich noch schneiden muss. Quasi von letzter Woche die. Das wären dann nochmal 6 Folgen. Ich glaube, 18 Folgen sind inzwischen hochgeladen. Ja, müssen wir so Folge 28, wenn ich mich nicht verrechnet habe. So, und jetzt geht's hinunter. 28? Das erscheint mir so viel. Ich bin unsicher. So, hier ist eine alte Schreibmaschine. Hier könnten wir nochmal speichern dann. Was wir auch dringend tun sollten. Denn, wie gesagt, der nächste Boss hat die Fähigkeit zum Instant Kill. Und Instant Kill ist immer böse, weil das kann einen auch überraschen, wenn man komplett darauf vorbereitet ist. Ich nehme nochmal ein zweites Heilding mit. Ich glaube, mehr werden wir eh nicht brauchen. Wenn wir überhaupt so viel brauchen. Denn wenn alles gut läuft, ist dieser Boss in 1,5 Minuten erledigt, ohne uns zu erwischen. Aber wie gesagt, das kann gerade bei Gegnern, die die Fähigkeit zum Instant Kill haben, kann das ja ganz schnell ganz mies ausgehen, weil man muss nur einen Fehler machen und schon hat man verloren. Keine zweiten Chancen. Deswegen ist dieser Boss, der jetzt kommt, ist auch der gefährlichste bei dem Versuch eines Speedruns ohne Speichern, also bester Run quasi. Gerade weil so viel schief gehen kann. Im Gang noch irgendwelche Items? Nein. Dann drückt mir mal die Daumen, dass das jetzt im ersten Anlauf klappt. Zeit für den Showdown mit einer alten Freundin. So, da hinten ist sie. Lisa Trevor, jetzt mit Nemesis-Tentakeln. Das Gute ist, dass wir Wesker dabei haben, der sie im Moment noch so ein bisschen ablenkt. Und anders als im Jill-Szenario. Wesker, schieß doch mal! Wesker! Oh, jetzt kriegt sie uns. Und sie kann uns halt
hier runterstoßen. Und anders als im Jill-Szenario, wo Barry hier durchaus sterben könnte in diesem Kampf, ist es ganz scheißegal, was mit Wesker passiert. So, und damit haben wir es geschafft. Boah, wie die schon aussieht mit diesen Armen und... Boah. Oh. Hops. Und das war das Letzte, was wir von Lisa Trevor sehen werden, zumindest in diesem Spiel. Ihr endgültiges Schicksal wird nämlich in einem anderen Spiel enthüllt, wo sie tatsächlich nochmal auftreten wird. Sie ist nicht tot, entgegen dem, was viele hier glauben, dass sie sich jetzt in den Tod gestürzt hat. Nein, die lebt noch. Hier in diesem Sarkophag war ihre Mama drin. Da hat sie sich jetzt den Kopf geholt, damit sie das Gesicht draufsetzen kann, und ist abgehauen. Sie hat ja gesagt, sie kann da nicht ran wegen der vier Steine, die haben wir jetzt hier runtergestoßen. Was auch immer das für eine Vorrichtung war, warum die da war, kann ich euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall besser gelaufen, als ich erwartet habe. Weil ganz oft knallt die mir den Wesker hier weg, bevor ich alle vier Steine runter habe. Und ganz ehrlich, als sie da beim dritten Stein neben uns stand und zugeschlagen hat, da habe ich uns schon in den Abgrund stürzen sehen. Denn sie hat durchaus die Fähigkeit dazu, uns da runter zu schleudern, und dann sind wir tot. I'll investigate this area a little further. So, wir müssen jetzt erst nochmal zurück. Gibt's hier noch irgendwas einzusammeln? Aber natürlich. Wir müssen jetzt trotzdem zurück, weil wir jetzt die Wappen brauchen, die ich ja noch im Inventar habe. Im Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht schafft, euch alle nicht zwischendurch zu vergessen. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi. Wie ihr ausseht. Was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh, Lisa. Ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Armen halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben, wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos, und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967. Jessica Trevor. Ja, wie auch immer sie das geschrieben hat und sie in den Sarg gepackt hat, aber mein Gott, von mir aus. Wie gesagt, ich muss jetzt einmal zurück. Falsche Taste. Sonst ist ja hier nichts mehr, ne? Nein. Nur da hinten dann der Aufzug. Das war Lisa Trevor, Leute. Wir haben sie besiegt. Wie gesagt, ihr Schicksal wird in einem späteren Spiel nochmal enthüllt werden. Das dauert aber noch eine Weile, bis wir das spielen. Da habe ich nämlich vorher noch schon ein paar andere Resident Evil Spiele im Sinn. Und zwar genau 3 andere und ein DLC-Add-on zu einem dieser Titel. Es dauert also noch eine Weile, bis wir erfahren, was letztendlich mit Lisa geschehen wird. Aber behaltet das gute Mädchen mal im Hinterkopf. So, das Heilding kann wieder weg. Einmal Heilung reicht uns jetzt. Dafür brauchen wir die beiden Medaillen. Und ich denke, ich nehme den Treibstoffkanister mit. Denn da, wo wir jetzt hingehen, da gibt es wieder Zombies. Und damit natürlich auch wieder die Gefahr von Crimson Heads. Und solange ich noch Benzin habe, muss das ja nicht sein, ne?
Ja, also wir werden das. Wir haben jetzt für die Minen dann doch etwas länger gebraucht, als ich gedacht hatte. Wir werden den letzten Abschnitt auf jeden Fall diese Woche nicht mehr fertig kriegen. Das schaffen wir nicht in 40 Minuten, das glaube ich nicht. Da werden wir schon unsere Stunde brauchen, Stunde anderthalb vielleicht sogar. Denn wie gesagt, ich will ja auch nicht durchrushen. Ich will ja mich auch in Ruhe umsehen und so ein paar Sachen erzählen nebenher. Darum geht es mir ja auch, euch das Spiel hier zu zeigen und nicht einfach nur so schnell wie möglich durchzurennen. So, Gegenstände gibt es hier nicht. Wir müssen nur die Medaillen einsetzen. Hier das große Hauptportal. Da ist eine große eiserne Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Und sie wird sich auch im Laufe des Spiels nicht öffnen lassen. Wir nehmen nämlich einen anderen Weg. Eine runde Einbuchtung. Ein Symbol in Form eines Wolfes ist eingraviert. Deswegen kommt da natürlich die Adlermedaille drauf. Nein, natürlich nicht. Da muss der Wolf hin. Und auf die andere Seite kommt der Adler. Sesam, öffne dich. Und es geht hinab in unbekannte Tiefen. Und wenn wir die GameCube-Version spielen würden, dann müssten wir jetzt die Disk wechseln. Herzlich willkommen in Umbrellas geheimem Untergrundlabor. So, hier haben wir eine große Tür. Auf dem Schild steht: Öffnen nur im Notfall möglich. Das ist quasi unser Endziel. Also so einen Notfall auszulösen, damit wir durch diese Tür können. Denn diese Tür, die führt zum Helipad. Und über das Helipad können wir dann endlich aus diesem Albtraum entkommen. Das Ganze ist natürlich nicht ganz so einfach, wie es jetzt klingt. Scheiß auf die alte Schreibmaschine, ich will das Farbband, was da am Boden liegt. Also wollen ist relativ, weil wir brauchen es nicht wirklich. So, versteckt sich hier noch mehr? Nein. Nur die Itembox. In Farbbänder, das ist mehr als genug für den Rest des Spiels. Das ist sogar mehr als genug, als dass man damit das ganze Spiel durchspielen könnte. Von Anfang an. Ich war ein bisschen übervorsichtig mit dem Speichern. Ich habe zwei, dreimal gespeichert, wo es gar nicht hätte sein müssen. So. Da stand schon der Kanister, habt ihr ihn gesehen? Ha! So, gleich verbrennen. Ja, da sind noch mehr Zombies, die hört man schon. Die müssten tatsächlich hier direkt um die Ecke sein. Da hinten ist noch einer. So. Ich habe das Gefühl, wenn man sich so ein bisschen Zeit lässt mit dem Schießen und ein bisschen länger zielt und nicht immer so bam, 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 bam hintereinander macht, dann steigt die Chance auf einen kritischen Treffer. Das kann natürlich alles nur Zufall sein. Ich kenne die genauen Mechaniken dahinter nicht, aber das ist so mein Gefühl. Und da das jetzt ein kritischer Treffer war und wir ihm die Birne weggesprengt haben, müssen wir natürlich auch nicht verbrennen. Um die Ecke steht übrigens noch einer. Ich schmeiße jetzt gleich mal ein grünes Kraut ein. Haben wir ja genug von. So. Und. Hallo, mein Freund! Hallo, mein Freund! Willst du nicht mit uns spielen?
Wie wär's? Hä? Oder einen schönen Cappuccino? Leg dich doch erstmal hin. Ruh dich aus. Du warst ganz schön hartnäckig, mein Freund. Das soll honoriert werden. Ich gebe dir das Begräbnis eines Kriegers. So, Krieger begraben. Alles gut. Wir holen uns mal kurz neue Ladungen für unseren Kanister. Steht ja hier vorne gleich. 4 Zombies können wir noch verbrennen und danach sollten wir in Erwägung ziehen, entweder die Zombies zu umgehen oder wieder auf die Schrotflinte umzusteigen. Ich meine, warum sollen wir nicht die Pistole noch mal ein bisschen benutzen? Dazu ist sie ja da. Die fühlt sich sonst so nutzlos. So, was liegt hier? Die zweite MO-Diskette, finde ich sehr schön. Aber leider ist hier ein elektrisches Verriegelungssystem. Das kriegen wir so ohne weiteres nicht auf. Dann müssen wir dann hier die Treppe runter. So, Items haben wir alle. Ich will nur noch mal kurz zur Itembox und da so ein paar Sachen verstauen. Die wir jetzt spontan gerade nicht brauchen. Ich meine mich auch zu erinnern, im Director's Cut, da sind die Zombies hier unten ja respawned. Ich hoffe, das ist hier nicht auch so. Boah, wir haben so viel Heilungsscheiß, das kann man ja gar nicht alles benutzen. Das ist so dermaßen übertrieben. Die Hälfte hätte es auch getan. Aber ich beschwere mich nicht. Vielleicht hätte ich doch auf schwer spielen sollen, aber ich glaube, dann wäre ich am Anfang gescheitert. Resident Evil 6. Resident Evil 6 habe ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt damals. Na gut, was heißt ich? Das haben wir im Koop habe ich das gemacht. Obwohl ja eigentlich Singleplayer ein bisschen einfacher wäre sogar, ne? Resident Evil 6 im Singleplayer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, das ist meiner Meinung nach einfacher. Okay, das war unerwartet. So. Bleib doch einfach mal liegen! Mann! Tschüss! Mann! Tschüss! What? Okay. Tschüss, Mann! Tschüss, Mann! Wow. Ist er jetzt tot? Immer noch nicht. Boah, hält der was aus. Und dann muss ich ihn auch noch verbrennen. Ja, der war nicht ohne. Und dann können wir auch gleich herausfinden, ob die Gegner denn hier respawnen oder nicht. Beziehungsweise den anderen brauchen wir ja nicht verbrennen. Obwohl der jetzt natürlich mit verbrannt ist. Das ist schon ziemlich cool. So, dann zeig mal her. Hier sind auf jeden Fall noch Items versteckt. Die können wir erstmal suchen. Ich meine, hier ist auch schon das erste auf dem kleinen Tischchen hier. Aber da meine ich wohl falsch. Ein OP-Tisch steht herum. So, hier zwei Türen. Da hinten ist noch eine Tür. Müssen gleich mal gucken, welche aufgehen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wo sind die Gegenstände versteckt? Hier auf jeden Fall nicht. Ich muss mal kurz, warte mal. So. Muss hier sein. Wahrscheinlich hier im Regal. Natürlich, ein Dolch. Ach. Was soll ich denn jetzt hier noch mit einem Dolch? Das ist ja wohl lächerlich. Es gibt genau eine Tür, die wir öffnen können. Und das ist nicht diese hier.
Die ist verschlossen. Eine Art Hochspannungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Es ist auch nicht diese hier. Die ist nämlich auch verschlossen mit einem Hochspannungssymbol, das ins Schloss eingraviert ist. Nein, es ist tatsächlich die da hinten. Aber... wir haben jetzt genug mit der Pistole rumgespielt. Wir holen uns jetzt die Schrotflinte wieder. Ach, können wir hier eigentlich auch durch? Ne, dann gehen wir hier noch durch. Hier können wir noch mal ein bisschen Pistolen-Action vollbringen.